Salve a tutti, es ist Freitagabend, 17. Mai, Pfingstwochenende. Wir haben 17:25 Uhr am Dienstag, nach Pfingstmontag, gebe ich ein Webinar, wieder hier von Goldman. Unter gs.de findet ihr dieses Thema unter Strom, wer von künstlicher Intelligenz, KI alles profitiert. Und das ist um 18 Uhr, es wird auch aufgezeichnet, das ist in Zusammenarbeit mit Finanzen Net, wie neulich schon mal. Und es ist um 18 Uhr und da könnt ihr euch dann hier anmelden. Das nur zum Sagen, weil ihr kennt alle Werte wie Nvidia und Supermicro. Da geht es um andere Werte, zum Beispiel Vertiv Holding, NextEra, First Solar, Sempra, Kinder Morgan, Eaton Corporation, Caterpillar. Und zwar um die Profiteure im Background, nennen wir es mal so. Darum geht's, geht ungefähr eine Stunde. So, am Mittwoch gibt es auch keinen Film. Ich bin nämlich ab Dienstag oben in Frankfurt. Da sind Feiern und da muss ich alles Mögliche erledigen. Den Sonntag, den Freitagfilm werde ich auch erst am Sonntag schaffen, vielleicht am Samstagabend. Dann, weil ich etwas so gesehen habe über Nasdaq, Dow Jones, Denpur, ich versuche am Montagmorgen, vielleicht auch erst am Montagabend, muss ich gucken, einen Film zu machen über die drei großen Indizes Amerika. Das schaffe ich übers Wochenende jetzt nicht. Aber jetzt geht es hier zum DAX. DAX Tageschart, in diesem Fall Lang- und Schwarzchart, hat sich nicht so viel geändert gegenüber jetzt dem Mittwoch. Das war hier, ja, wir haben 160 Punkte jetzt hier verloren zum Moment. Wir handeln im Moment bei 18.709, aber das ist nicht so viel. Aber auf den zweiten Blick schon eine Menge. Das hier war das alte All-Time-High, erster Support. Zweiter Support, dieses Doppeltop hier bei 18.240. Jetzt geht's los. Die Bänder sind ja aufgegangen und das untere dreht jetzt hoch. Ohne auf die andere Technik zu schauen, würde ich jetzt vermuten, dass der Markt entweder seitwärts oder sich korrektiv verhält. Die 20-Tage-Linie steigt ein bisschen und sollte so am Dienstag, Mittwoch so um die 18.400, 18.500 liegen. Je nachdem, das sind jetzt 100 Punkte, ich habe das jetzt nicht genau ausgerechnet, aber die steigt ja schon recht dramatisch. Ich vermute also entweder seitwärts oder leicht korrektiv bis maximal zur 20-Tage-Linie, die bis dahin weiter gestiegen ist. Untermauern kann ich das mit einem klaren Verkaufssignal bei mir über das MACD, lang, kurz, kurz. Finde ich negativ, das Momentum geht raus. Aber ich habe noch kein Verkaufssignal über die Stochastik. Noch nicht. Deswegen der Montag, Dienstagkurs, die werden sehr wichtig, um zu schauen, ob sich hier unten was entwickelt oder ob wir weiter oben bleiben. Ich finde nach wie vor, das ist hier nichts anderes als ein kleines Ausatmen nach diesen rund 1000 Punkten Rallye, die wir gemacht haben. Und das ist völlig in Ordnung. Ich halte den Markt noch für erstaunlich stabil. Das mit der Technik können wir vergessen. In dem Moment, in dem wir hier ein neues All-Time-High machen, über der 18.900, aber bitte auch da schließen. Die Scheine haben sich überhaupt nicht geändert, außer dass die Hebel sich ein bisschen geändert haben. Aber das sind die gleichen Scheine, die ich auch am Mittwoch und letzten Freitag nannte. Die Basis ist bei den Calls ein bisschen gestiegen. Aber ich sehe nach wie vor keinen Grund, hier irgendwie was zu ändern. Die passen ganz gut ins Leben rein hier. 30er Hebel, das ist nichts Wildes, 20er auch nicht. Also die passen ganz gut rein. Ich wüsste nicht, was ich da ändern sollte. Und damit hoffe ich, dass ihr am Dienstag mal reinschaut. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber es wird auch aufgezeichnet und man kann es dann sehen auf YouTube bei Finanzen.net oder auch dann auf meinem Kanal. Und dann gucke ich mal, dass ich irgendwann am Wochenende die Zeit finde, Dow, Nasdaq und Standpur mal kurz drüber zu schauen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.